Heute, was geht ab, Leute? Team Hobbit hier. Wir haben Tati. Er zeigt uns mal sein Cosmo-Deck. Jo, servus Jungs. Fangen wir mal an. Drei Dark Destroyer, ganz klar. Beste Karte in dem Deck, ja, ein Muss. Dreimal Cosmo Tinken, Black Büchse. Der neue Sucher des Decks, sehr wichtig. Absolut geniale Karte im gegnerischen Zug, im eigenen Zug, in der Endphase. Kann man echt coole Sachen mit dem anstellen. Richtig guter Support. Ich spiele noch drei Slip Rider, allein Vega Pepe, um einfach das Geld schon wegzuschießen. Zwei Forerunner. Ich bin immer überlegen, ob ich nur eins spiele, aber momentan zwei, der kommt schon manchmal. Bin immer noch am Testen. Einmal Eclipser, auch eine sehr gute Karte. Kann zwar nicht so wie die anderen eine niedrigere Stufe aus dem Deck suchen und auf die Hand, aber ich finde die Karte trotzdem gut. Allein weil die Gegner auch immer gut zeigen, mit Eisenmauer und was auch immer, kann er die negieren. Auch 3000er Blitzstick mit ordentlich gezielt, finde ich schon sehr wichtig. Dann eine Wicked Witch, reicht ja eigentlich auch. Eine Sandwich, bei der bin ich am überlegen, ob ich die vielleicht zweimal spiele, weil die einfach gut ist gegen den jetzigen Infinity. Da kannst du mal rauslocken, er negiert den Effekt, du machst den anderen Effekt, entfernst du, ist ein größeres Monster, also die ist echt eigentlich recht gut. Kann man überlegen, mehrmals zu spielen. Ich spiele nur eine Farm Girl zurzeit. Ich habe zwei gespielt, ist nur noch eine, weil ich habe einfach gemerkt, ich komme mit der Karte nicht durch. Ist eh super mit Teleport. Wenn die auf der Hand ist und mein Gegner als starke Monster ist, sie eigentlich tot. Kann ich damit anfangen. Und ein Strawman. Den habe ich auch zweimal getestet, kam auch nicht schlecht, aber einmal reicht vollkommen für mich. Gute Karte, kann man auch mit vielen Faxen anstellen. Das war's von den Cosmo-Monstern. Dann spiele ich drei Wailer. Bevorzuge ich Asad Ogre im jetzigen Format, einfach um Karten zu negieren. Auch da jetzt die Monarchen draußen sind, dass man sie einfach negiert, weil der Evaros ist eigentlich der, der dir Schwierigkeiten bereitet. Der mischt dir deine Karten wieder ins Deck, die zieht nicht. Deswegen der Wailer und kam wieder sehr, sehr gut. Und 3 Max C, ganz klar, Pepe, Cosmo, gegen Monax nicht so gut. Die sind eigentlich nur gegen die Kleinen ganz gut, die sich da gegenseitig special, aber im Allgemeinen eigentlich eine sehr, sehr gute Karte. Bunny Monster. Kommen die Zauberkarten. 3 Cosmo Town, ganz klar. Wichtigstes Spell in dem Deck. Brauchen wir nicht viel dazu sagen. Natürlich die Sucherkarte, Teleport, auch jetzt mit Tinker wieder richtig gute Karte, braucht man einfach. Zwei Twin Twister, gegen Pepe sehr gut, gegen die Monarchs auch sehr gut, um ihre Backdoor wegzuhauen. Ich finde die Karte sehr stark, den dritten spiele ich im Side eventuell dann. Eine Dark Hole, ganz wichtig, um einfach Monster wegzukriegen, Monster die Stirn wegzukriegen und ein bei Gegner. Nur zu den Fallen. Wohl die beste Falle momentan im Format. Solemn Notice. Kommt sehr, sehr gut die Karte. Viele sagen, vielleicht zu teuer im Cosmo, aber ich, bis jetzt kam sie nicht schlecht. Wenn ich sie hatte, war sie meistens immer gegen. Natürlich mit Tinken, ich spiele die Call-Variante. Sehr, sehr gut. Ja, einfach ein großes Monster aus dem Wave Special. Richtig geil. Cosmojo, bei der weiß man auch nicht so recht, wie oft man die spielen soll. Ich spiele sie zweimal, ich bin auch noch am Testen. Wenn sie kommt, kommt sie nicht. Kann aber auch hochkommen mit dem Piloten zum Beispiel, da machst du keinen Vorteil, du machst Vorteil nur eigentlich mit den großen Schiffen. Aber an sich die Karte ist halt, um einfach störenfriede große Monster wegzubekommen. Und eine Soul Warning, immer noch nicht für dich, ja, um einfach die Monster zu negieren. Extra weg. Ein Black Rose und ein Sunko Monster. Dann die Vierer, ein Cowboy,
ein Castell, ein Abyss-Dueller, richtig auch gegen Mermel. Gegen Mermel, genau. Ganz richtig. Zu meinen Fünfern, Wolfasaurus, Slayades, Durendal. Ja, diese Fünfer, stabile. Dann habe ich Portemonneos mit Diamond, gut gegen die Dark Decks halt einfach. Cyber Dragon Nova mit natürlich Infinity, ja, in dem Deck eigentlich immer recht einfach mit zwei Fünfern, komme ich auf ihn, dann ihn drauflegen, ist auch eine sehr, sehr starke Karte. Meine Siebener, der Metalltrache und Pick Eye, kommen auch sehr gut. Geil spiele ich auch noch, um auf Fünfer zu legen, wenn sie es, ja, wenn die ihre Effekte benutzt haben. Und als Achter spiele ich den Felgrand. Viele sagen, zwei Destroyer zu opfern ist dumm, aber eigentlich nicht so, weil er negiert auch Effekte. Wenn ich mit Strawman zum Beispiel einen entfernten Destroyer zum Beispiel hole, kann ich dann mit einem anderen das machen, also eigentlich recht gut. Und wenn sie dann in den Grave kommen, mit Call wiederholen, auch eine sehr, sehr gute Karte. Side-Deck habe ich jetzt noch keins, weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich genau jetzt im Side spielen werde oder wie sich jetzt das Meta verhält, muss ich erstmal überlegen. Aber ja. Matchups so zurzeit, Pepe, Monachen, Mermel. Gegen Mermel eigentlich kein schlechtes Matchup, eigentlich recht gutes Matchup, weil ich weil sie erstmal so ein starkes Monster wegkommen müssen und ich eigentlich auch ihren OTK stoppen kann. Pepe ist halt so 50-50, sage ich jetzt mal. Ja. Recht Pepe gerade, recht gutes Deck. Und gegen Monax ist halt jetzt momentan schwierig, weil ich das Deck noch nicht so ganz genau weiß, wie das so funktioniert an sich. Aber die wichtigste Karte in dem Deck ist bei denen ja gegen Cosmo, ist ja Stormforth und Everus. Die sind schon heftig gegen das Deck. Aber jetzt nur, wie gesagt, man muss schauen, wie das Deck verhält. Ich muss dagegen einfach auch spielen, da weiß ich auch, wie es funktioniert und dann wird es schon gut laufen. Ja, das war's. Danke euch. Falls ihr auch Ideen habt oder irgendwas zu dem Deck, könnt ihr gerne sagen. Schaut es mir gerne an. Und hoffe, ich konnte euch dann ein bisschen helfen. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.